Hallo Kätzchen. Habt ihr gut geschlafen? Seid ihr gekommen, um uns aufzuwecken? Wegen Frühstück und so? Cosmo. Geht's dir? Oh, hör auf, Apollis Haare zu essen. Er hat sie hier auf dem Bett überall verteilt und du. Apollo, was. Was machst du? Ihr seid so eklig. Ihr seid so eklig. Katzis. Eklig seid ihr. Apolli, was war denn das? Was sollte das? Ist das nicht süß? Das war's schon. Cosmo, geh hinterher. Also das geht eigentlich gar nicht. Ich meine jetzt nicht dich, aber warum schreist du, wenn ich rede? Kann ich bitte ausreden? Ich meinte Apollo, er soll nicht auf dem Tisch sitzen, während da irgendwas gemacht wird und am Messer riechen. Apollo, geh runter. Kannst du ihn mal runtersetzen? Das ist viel zu gefährlich da. Wir Na, gucken zusammen. nein, hört auf zu gucken. Er kann dir nicht helfen. Doch. Nein. Pass auf, dass er nicht ans Plastikteil geht. Cosmo, wieso schreist du die ganze Zeit so rum? Ihr habt die Näpfe voll. Das kann nicht sein, dass du Frühstück willst. Was willst du denn? Guck mal, wie frieren. Ja, wie. Haben sich erstmal bequem gemacht. So ein toller Helfer. Cosmo, was ist denn jetzt? Raus? Jetzt schon? Es ist noch viel zu früh. Nein. 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 Wir gehen später, okay? Oder soll ich dich jetzt ein bisschen rauslassen und später ein bisschen? Ja? Na gut. Apolli, sitzt dein Geschirr richtig? Ich sah nur so aus, ne? Wegen dem Fell. So, das macht ihr selber. Ich frage mich, wie viel Grad es ist, aber es fühlt sich wärmer an als vorgestern. Und gestern war, glaube ich, 0 Grad. Apolli, komm runter, es gibt Hähnchen. Willst du nicht? Na gut. Cosmo, willst du Hähnchen? Bewachst du Papis Jacken? Ja, willst du Hähnchen? Soll ich dir aufmachen? Oh Gott, Gesundheit. Naja, das schneide ich natürlich nicht raus. Komm her, Kätzchen. Ja, komm. Ja, Papi macht Krach, ich weiß. Du kriegst gleich. Ja, soll ich es aufmachen? Okay. Ja, komm her, schnell. Schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Ui, ist das hier wieder Sauerei. Egal, ich mach's hier trotzdem hier rein, ja? Schmeckt das? Beachte ihn nicht. Iss. Ja, scheint zu schmecken. So, was ist hier los? Was ist das hier für ein Krach? Ist das unser Saug- und Wischroboter? Ganz schön dreckig. Was ist denn los? Du willst mir helfen, Geschenke einzupacken? Ich weiß nicht, ob du mir helfen kannst, Kätzchen. Ich weiß nicht. Nein, du kannst das Klebeband nicht haben. Das geht nicht. Nein, du kannst auch nicht festhalten. Sonst bleibt das an deinen Pfötchen kleben. Hast du gehört? Ja, und die Schere ist auch gefährlich. Nicht! Nicht! Auf die Schere, bitte. Oh, Kätzchen, das ist echt gefährlich, was du machst. Komm her, ich muss das mal wegnehmen. Geh bitte weg.
Geh bitte weg. So. Viel zu gefährlich für das kleine Kätzchen hier. Verstehst du? Ja, verstehst du das? Was denn? Spielen? Womit denn? Mit Müll? Damit? Damit wollen wir spielen? Wie sollen wir denn damit spielen, Kätzchen? Ich weiß ja nicht mal, wie ich das zusammenknüllen soll. Das willst du? Ich versuch's mal, ja? Na, weit geflogen ist es nicht. Gibst du es mir wieder? Hm? Tut mir leid. Aber das ist ein blödes Spielzeug. Können wir nicht was anderes holen? Oh, danke schön, dass du es mir wiedergebracht hast. Ja, es ist mir runtergefallen und dahin gerollt und du hast es mir wiedergebracht. Danke schön. Dann können wir ja weiter Geschenke einpacken. Aber du willst, dass ich es dir wieder werfe, ne? Bin mir nicht sicher. Na, zum Glück habe ich noch zwei. Soll ich es dir werfen? Ja? Dann kannst du es mir nochmal wiederbringen, okay? Ja? Gut. Na los. Na los, Kätzchen, bring's mir wieder. Ja, braves Baby. Ja, du bist ein braves Baby. Ja. Nochmal? Soll ich nochmal werfen? Apolli will auch mitspielen. Oh oh, es ist die Treppe runtergefallen. Apolli, lässt dich Cosmo nicht mitspielen? Oh, tut mir leid. Du musst ihm das auch einfach wegnehmen. Er wird dich nie so mitspielen lassen, wenn du es ihm nicht einfach wegnimmst. Traust du dich nicht? Oh, armes Baby. Was ist denn los? Rodrigo de Paul hat sich 2021 am Manier gefragt, warum gibt Diego Simeone von Atletico Madrid eingepackt. Als wir dann endlich fertig waren mit Geschenke einpacken und Weihnachtsbaum schmücken, könnt ihr hier ganz genau erkennen, wenn ihr noch etwas genauer hinschaut, wie lange dieser Baum und diese Geschenke überhaupt überleben werden.